Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Multimap 2019 mit dem Kellerkin. So, wir sind auf Feld 16 und 17 am Ernten. Ja, wir hatten den letzten Tag ja richtig Pech mit dem Wetter. Außerdem hat mein Spiel gecrasht. Komplett das ganze Savegame, alles. Und die drei Folgen, die ich ja aufgenommen hatte, konnte ich alle nochmal nachspielen, weil davor hatte ich Gott sei Dank noch ein Backup. Wie gesagt, ich konnte auf einmal nicht mehr abspeichern. Das Bild stand und es hat mir das ganze Savegame geplättet, keine Daten mehr drin. Und wie gesagt, dann habe ich es nachgespielt, so wie in den Folgen. Ich habe den Kuhstall befüllt, den zweiten mit 20 Kühe habe ich gemacht. Ich habe alle Eier verkauft, alle zum Burgrestaurant. Deswegen haben wir hier 900.000. Habe natürlich auch wieder den zweiten Drescher gekauft. Das war ja klar. Und bin jetzt hier dabei, schon die Felder abzuernten. Und ich hoffe, wir bekommen jetzt erstmal lange Zeit keinen Regen, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Wie gesagt, ich habe zwei Drescher im Einsatz, ich habe zwei Abfahrer im Einsatz. Wir könnten hier jetzt nochmal jemand dran setzen, der schon mal das Stroh einsammelt. Haben wir noch jemand hier? Ach komm, nehmen wir den Fendt. Nehmen wir den Fendt mit dem Fendt-Ladewagen. Das passt doch. Der wird zwar vielleicht ein, zwei Mal im Weg stehen oder den anderen blockieren, aber gut, dann ist das halt so. Und fahren wir den mal hier zu unserem Startpunkt. War der jetzt unten oder oben? Ich meine oben, ne? Wir können ja mal den Kurs laden, dann sehen wir das ja. Den Drescherkurs. Feld 16. Hier ist er. Dann machen wir auf. Da oben ist er. Dann können wir hier umstellen. Dann können wir hier sagen Feld 16 Stroh ist richtig. Du sollst abgehen, auch richtig. Aber du bist Feld 16. Abfahren. Dann schmeißen wir den mal an. Fahren die paar Meter hier selber. Und schicken ihm quasi hier los. Dann kann er hier schon mal das Vorgewinde wegnehmen.
Feld 17 müssen wir gucken, da müssen wir auf jeden Fall kalken. Und wir wollten uns hier am Feld organisieren, Feld 9, was auch drin ist. Nur da ist momentan nichts angepflanzt. Aber wäre eigentlich egal, wir haben ja noch Traktoren, wir können ja da eben, muss aber auch noch gekalkt werden. Aber man könnte ja auch gucken, haben wir für Feld 9 vielleicht, Feld 9, Ballen pressen, was ist denn da drauf? Ist da Gras drauf? Deswegen habe ich nichts gesehen. Machen wir Gras an. Da ist Gras drauf. Können wir Silageballen rausmachen. Och, dann würde ich sagen, dann kaufen wir uns das nochmal. Kaufen, ja. So, dann gehört uns das auch. Er ist schon voll. Dann können wir da ja ein Wo haben wir das? Wieder versteckt. Drüben, glaube ich. Schauen wir da. Können wir da schon mal wieder mähen. Und danach machen wir dann Feld raus. Hier steht er. Zur BGR können wir auch noch mal schauen, ob die das machen wir alles mal auf. So, einmal hoch und Feld 9. Dann müssen wir Feld 9 noch einen Autodrive-Kurs anschließen. Wir werden wohl vor der BGA links einbiegen. Gucken, vielleicht sieht man was auf der Karte. Ich mach mal Gras wieder weg, wissen wir jetzt. Ach, da sind. Dann fahren wir hier links und dann rechts. Schauen wir mal. Dann klappen wir mal alles aus. So, dann Feldarbeit, Kurs generieren,
Feld 9. 2, da machen wir weich. Im Uhrzeigersinn wähle Position. Wir sagen mal, hier sollst du anfangen. Natürlich 8 Meter. Kurs generieren. Abfahrer einstellen. Feld 09, 8 Meter, 2 Vorgewende, weich. Da kriegen wir auch richtig viele Silageballen raus. Können wir einmal bei der schauen bei der BGA. Oh, ist leer. Zack. Dann müssen wir mal, was ist hier los? Warum tankst du ein bisschen weit weg? Dann helfen wir mal. Der Strohsammelwagen fährt da unten. Sammelt er oder ist er am Wegbringen? Ne, scheint zu sammeln. Ich will nur schauen, ob jetzt der Drescher an dem Abfahrer vorbeikommt. Ja, gerade so. Gut. Mach runter und gib ihm. Fahren wir mit dem Plattformanhänger zur BGA und hauen die wieder richtig voll. Abmarsch. Nein. Du darfst auch vorwärts dahin. Er ist am Sammeln. So, du bist auch voll. Das klappt doch. Und du bist noch am Mähen. Das ist ein riesiges Feld mit Gras. Weiß jetzt nicht, ob das gedüngt war oder so. Ja gut, Kalk habe ich gesehen. Ja, einmal gedüngt auf jeden Fall. Ich hoffe mal, wir kriegen vielleicht die Hälfte sogar wieder raus, wenn wir die Ballen in der BGA reinschmeißen. Der Preis für Silage bei der BGA verändert sich doch nicht, ne? Ne, der ist immer bei 360. Die anderen könnten vielleicht mal höher kommen. Da müssen wir natürlich aufpassen.
Ja, die Drescher fahren, das ist die Hauptsache. Hier verstehe ich nicht, warum hier mal Ausgang reinkommt. Da muss ich so aufpassen. So, du bist bei der BGA. Haben wir Ballen oder Paletten? Ne, Paletten. So. Dann fahren wir einmal rum. Habe ich schon? Ja. Dann können wir die da reinhauen. Die Ballen. So, einmal B hoch und ein bisschen weiter darüber und Z abladen. Komplett rein. Dann können wir den erstmal anhalten. Ich wollte nämlich noch mal gucken, Gehreste. Wir haben doch, ja, hier werden 188.000 Gehreste. Frage. Wir haben ja hier Saatgutdüngerproduktion besuchen. Mist, Dünger. Wo sind die Monitore? Getreide. Auch ein schönes Gebäude, habe ich auch noch nicht so gesehen. Und hier. So, Düngerproduktion. Wir brauchen Mist, daraus wird Dünger. Saatgut. Wir können auch Gärreste nehmen. Dann hätten wir Gülle auf jeden Fall auch schon. Mineraldünger würden wir produzieren. Weizen, Gerste, Getreide. Dann hätten wir Saatgut. Ja. Im Prinzip bräuchten wir Mist. Mist haben die Tiere. Schauen wir mal, was die 9000 und 3000 ist nicht viel, aber die können wir ja. Du kannst hier bleiben erstmal. Du kannst mal zur Hühnerfarm, da ist nämlich noch ein Anhänger drin. Hühnerfarm. Und der andere steht nicht mehr hier. Der hat doch den Frontlader dran. Dann nimmt er sich die Schaufel und dann füllen wir Mist mal in dem Anhänger, wenn er dann da ist. Und versuchen dann mal, oder stellen dann mal Dünger her. Mit den 12.000.
Habe ich eigentlich den Förderband nehmen? Ach, haben wir ja drin. Wir haben ja ein Förderband Autolot. Kaufen. Okay. Dann brauchen wir nicht schaufeln. Und das Förderband können wir hier zwischen den beiden Stellen hin und her fahren. Die Schaufel hat nämlich auch noch ein Fassungsvermögen von 9000. Damit können wir die Stelle sauber machen. So, du bist bei der Hühnerfarm, das ist gut. Dann springen wir da kurz mal hin. Ich habe jetzt auch Autoload jetzt oder zwischendurch Laden angemacht. Hier, da bist du. Müssen wir dann nur immer aufpassen, wegen wenn wir Paletten transportieren. Weil er ja dann... So, und du fährst jetzt mal zur... Produktion. Fermente 1 Eingang. Dann bist du ja fast an den Stellen. Können wir hier wieder einsteigen und ziehen uns das Förderband mal zu dem ersten Kuhstall rüber. Restlichen Weg können wir selber fahren. So, na, fahren wir schon mal hoch. So, passt das? Jo. Ne, weiter kommen wir nicht nach vorne. Jetzt müssen wir gucken. Ne, das war der Strohsammelwagen. Aber da kommt er ja schon. Können wir hier übernehmen. Ich weiß gar nicht, was hier reingeht. Weil die 12.000 müssten ja eigentlich... Müsste jetzt eigentlich aufhören. Dann fahren wir den mal rüber.
Ja, ist ein bisschen langsam jetzt, aber besser so als mit einem 900er Schaufel ganze Zeit. Mit der Schaufel können wir die Stelle mal sauber machen. Da liegt nämlich auch ein bisschen was drin. Oh hier. Fängt also früh an zu sammeln. Hier sind ja auch noch mal 3000 und vielleicht sollten wir uns mal auch eine Ladung Mist, ich glaube, die sind nicht ganz so teuer, bei den mal kaufen. Ich werde jetzt hier einfach gerade runterfahren. So. So, wir sind doch 88% gefüllt, das ist doch ganz gut. Und dann schicken wir den zur Mischfutterfabrik, weil Dünger und so weiter haben wir ja nicht angeschlossen. Futterfabrik ist eigentlich egal. Bin hier irgendwo im Kurs. Ja. Dann schauen wir jetzt mal. Die sind am, der ist am Fahren, das ist gut. Der Abfahrer steht da. So, dich könnten wir auch einmal so, da brauchen wir nicht laufend reinspringen. Du bist am Abfahren. Ja, ist hier schon wieder Platz? Ich glaube nicht, nein. Er hat gerade fast, ja, die erste Runde fast hinter sich. Wie gesagt, und der ist nicht nur, dass er mehr Kapazität hat, der kippt auch nicht so komisch ab wie der andere, den wir hatten. Ja, fährst du schon eigentlich einen Tick zu weit, sonst hätte es genau gepasst. Wohin fährst du? Du bist voll. Aha. Okay. Ja, die Kurve macht jetzt auch nichts. Zwei Vorgewende hat er hinter sich. Jetzt macht er hier die Bahn. Da sehen wir jetzt gar nichts, müssen wir natürlich nur Gras anschalten, dann. Also das ist ein Riesenfeld, da werden wir einige Silageballen rauskriegen. Dann würde ich sagen, wir kalken es. Dann grubbern wir. Wir sehen sofort was anderes an. Wie weit bist du jetzt hier auf dem Weg? Und du
du bist hier, Fehrendorf, hier ist das. Ein Ticken weiter noch. Und dann will ich noch einmal schauen, die bei den Abfahren, du hast noch... Ja, das verstehe ich nicht. Der hat jetzt hier auch Gras statt Hoflager Eingang wieder zu haben. Es stellt sich da immer irgendwas um. Das ist richtig mit Gras. Und der hat auch wieder Ausgang, nicht Eingang. Das ist ein bisschen komisch. So, den können wir... Du bist schon zu weit? Ja, wir sind ein Ticken zu weit. Machen wir mal hier den Kurse einblenden. Bisschen weiter weg. Und dann fahren wir erstmal von hier den Kurs ein. Oder wir beenden hier die Folge. Dann werde ich das offline machen. Und aber reinkippen können wir ja noch. Weiß nur gar nicht, wo wir hin müssen. Wo müssen wir... Mist abliefern. Da ist Getreide. Anlieferung Getreide. Anlieferung Mist hier vorne rein. Da müssen wir vielleicht einen kleinen Bogen machen. Hier einbiegen. So, liebe Freunde, das war's von dieser Folge. Ah, oh, ist das laut! Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. So, liebe Freunde, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen auch wieder ein hier auf der Multimap 2019 mit dem Kellerkind. Ciao, ciao!